Die Donauquelle ist, wie die meisten Ursprünge, umstritten. Nach populärer Auffassung liegt sie in Donaueschingen, am Zusammenfluss von Donaubach, Brigach und Breg. Symbolisch dafür stehen die Karstaufstoßquelle in den fürstlich-fürstenbergischen Gartenanlagen und der Donautempel am Einfluss des Donaubachs in die Brigach. In Donaueschingen beginnt der deutsche Teil des Donauradweges und hier starte ich Ende Oktober 2009 mit einer ersten Etappe, die mich bis nach Ulm führen soll. Da ich am ersten Tag nur 3 bis 4 Stunden radeln kann, denn ich komme erst am frühen Nachmittag in Donaueschingen an, heißt mein Tagesziel Tuttlingen. Auf dem Weg dorthin passiere ich hinter Immendingen die Donauversickerung. Ein trockenes Flussbett voller Kalksteine zeugt davon, dass ein Großteil des Wassers hier durch unterirdische Höhlen abgezapft wird, die das Juragestein wie Käselöcher durchziehen. Als ich am nächsten Morgen von Tuttlingen losfahre, radle ich mitten in einen herrlichen Herbsttag hinein. Der Donaudurchbruch durch die südliche Schwäbische Alb präsentiert sich in strahlender Schönheit. Immer wieder lege ich lange Pausen ein und bewundere die weißen Kalksteinfelsen inmitten der herbstlichen Wälder. Weiter als bis zur Benediktiner Erzabtei Beuron komme ich an diesem Tag nicht. Sie steht an der Stelle, wo bereits im Jahr 1077 ein Augustiner Chorherrenstift gegründet worden war. Bei dem Kloster führt eine 73 Meter lange überdachte Holzbrücke, die über 200 Jahre alt ist, über die Donau. Hier trifft man auch auf den Jakobsweg, der vom Neckartal kommt und zum Bodensee weiterführt. Das Innere der Klosterkirche ist im Beuroner Kunststil gehalten. Dieser entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und orientierte sich an frühchristlichen und byzantinischen Vorbildern. Er strahlte weit aus, unter anderem die Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim und das Kloster Monte Cassino wurden in diesem Kunststil neu gestaltet. Am nächsten Morgen hoffe ich auf einen weiteren herrlichen Herbsttag, doch ich werde enttäuscht. Die Nebel lichten sich nicht und der zweite Teil des Donaudurchbruchs zwischen Beuron und Sigmaringen zeigt sich grau und kalt. Schon um in Bewegung zu bleiben, lege ich keine größeren Pausen ein. Östlich von Sigmaringen geht es über eine eintönige, schier endlose Ebene, die an diesem Tag doppelt trostlos wirkt. Um mich aufzuwärmen, stoppe ich am Römermuseum in Ennetach. Dann geht es weiter, vorbei an der rekonstruierten keltischen Heuneburg bis Zwiefaltendorf. Am anderen Morgen flattern Krähen statt Störchen um den Kirchturm und der Nebel ist noch dichter. Trotzdem unternehme ich einen Abstecher zum wenige Kilometer entfernten Kloster Zwiefalten. Das Kloster fiel der Säkularisation zum Opfer, aber die Kirche erstrahlt noch in spätbarockem Glanz. Zehn Kilometer weiter besichtige ich die ähnlich weitläufige Klosteranlage von Obermarchtal. Es ist die einzige komplett erhaltene Klosteranlage in Oberschwaben und selbst im kalten, diesigen Herbstwetter ein imposanter Anblick. Das Kloster wird heute als kirchliche Akademie für Lehrerfortbildung genutzt. Vor Ulm spaltet sich die Donau in viele Seitenarme und Altgewässer auf. Trotz des kalten und garstigen Wetters ist die Landschaft nicht ohne Reiz. In goldener Herbstsonne wäre sie wohl noch schöner. An einem kalten, aber sonnigen Frühlingsmorgen radle ich in Ulm ein. Ich habe schon gut 30 Kilometer hinter mir, denn nach Amstetten war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf den wollte ich verzichten. Mein Tagesziel heißt Günzburg und da ich nur 3 Tage Zeit habe, peile ich als Zwischenetappe Ingolstadt an. Obwohl ich fast der einzige Radler bin, der so früh auf dem Donauradweg unterwegs ist, habe ich in Günzburg etwas Schwierigkeiten, ein Hotel zu finden. Legoland zeitigt diese Auswirkungen. Von Günzburg geht es zunächst nach Dillingen, wo die Bayerische Lehrerakademie gar fürstlich in der ehemaligen Universität des Jesuitenkollegs untergebracht ist. Dann radle ich weiter über Schloss Höchstädt. Das Museum hier zeigt eine sehr interessante Dauerausstellung über die Schlacht bei Blindheim oder, wie die Engländer sagen, The Battle of Blenheim. Kurz danach erreiche ich Donauwörth, wo ich mich im Gasthof zum Goldenen Hirsch einquartiere und nach einem ausgiebigen Altstadtbummel den Tag mit einem guten Abendessen beschließe. Am nächsten Tag bietet das Radeln durch das Donautal ein interessantes Lehrstück zum Thema Hochwasser und St. Florians Prinzip.
Die einen protestieren gegen landschaftszerstörende Flussregulierungsarbeiten. 3 Kilometer weiter fordert das Volk Deiche und Rückstaubecken. Bis nach Ingolstadt schaffe ich es aber nicht ganz. Ich schließe diese Frühlingsetappe in Neuburg an der Donau ab und besichtige dort noch das Renaissance-Schloss. Im Herbst 2010 mache ich mich an das letzte Teilstück des Donauradweges auf deutschem Boden. Über Neustadt und Ingolsheim geht es in Richtung auf den bayerischen Donaudurchbruch bei Weltenheim. Obwohl wir schon die erste Novemberwoche haben, ist das Wetter noch wunderbar warm, meist über 15 Grad, und immer wieder kommt die Sonne durch. Aber auf dem Radweg ist nun fast niemand mehr unterwegs. Und als ich Weltenheim erreiche, sind alle Schifffahrten durch den Donaudurchbruch seit 2 Tagen eingestellt. Die imposante Benediktinerabtei, das Kloster Weltenburg, liegt am Beginn des Donaudurchbruchs. Der Vorgängerbau dieses Klosters gilt als das älteste Kloster Bayerns und seine Wurzeln reichen etwa 1300 Jahre zurück. Das heutige Kloster wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet und die Klosterkirche wurde von den Gebrüdern Asam ausgemalt. Da per Schiff kein Weiterkommen ist, schiebe ich hinter der Klosterkirche mein Rad das Steilufer empor und wandere dann auf schmalen Pfaden durch die herbstlichen Wälder. Nach etwa 3 Kilometern erreiche ich Kelheim und die Befreiungshalle. Diese wurde im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern errichtet, um an die gewonnenen Schlachten gegen Napoleon während der Befreiungskriege zu erinnern. In der Wikipedia kann man den nationalistischen Schmalz nachlesen, den der König selbst zur Einweihungsfeier gedichtet hat. Er beginnt mit »Heil euch, wackre Männer, mutige Krieger«. Die aus Kelheimer Kalkstein gebaute Halle ist 45 Meter hoch und gewährt einen wunderbaren Blick über den Zusammenfluss von Donau und Altmühl. Mit der Altmühl mündet zugleich der Main-Donau-Kanal hier in die Donau. Thank you.
Von Kelheim geht es weiter nach Regensburg. Ich erreiche Regensburg am Abend dieses wunderbaren Herbsttages und schließe die Stadt gleich ins Herz. Sie erinnert ein bisschen an ein zu groß geratenes und hügelloses Tübingen. Nach meinem Empfinden ist es die schönste Stadt auf dem deutschen Teil des Donauradweges. Da ich 5 Kilometer vor Regensburg in dem schönen Radlerhotel Walba übernachtet habe, statte ich der Stadt am nächsten Morgen noch einen zweiten Besuch ab. Ich komme dabei am Schutzfelsen Pendling vorbei, einem Geotop, der Aufschluss über die Ablagerungs- und Abtragungsverhältnisse in der Kreidezeit gibt. Hier haben Sandsteine der Kreidezeit Karstformen überlagert. Nach einem zweiten ausgiebigen Stadtbummel durch Regensburg geht es weiter zur Walhalla. Auch sie ist eine Schöpfung Ludwig des Ersten. Die Ruhmeshalle der Deutschen hat bis zum Sommer 2010 gebraucht, ehe sie Heinrich Heine mit einer Büste ehrte. Wahrscheinlich hätte er ganz gerne darauf verzichtet. Die Halle macht Mittagspause und so verzichte ich auf eine Innenbesichtigung und gebe mich mit einem Blick über das Donautal zufrieden. Ich will es noch bei Tageslicht in das Herzland des bayerischen Weines schaffen. Es beginnt etwa 5 Kilometer weiter bei der Ortschaft Bach. Der bayerische Wein ist, laut Auskunftstafel, zwar stark und zäh wie bayerisch Volk, aber ansonsten kaum vorhanden. Die Weinstube, in der ich ein sehr spätes Mittagessen einnehme, muss österreichischen Zweigelt ausschenken. Den bayerischen Weintrauben sind die harten bayerischen Herbste nicht gut bekommen. Ein paar Kilometer weiter, in Wiesent, gibt es Nepal in Bayern, wenn leider offiziell auch schon für den Winter geschlossen. Ein Industrieller hat den Länderpavillon Nepals von der Expo 2000 hierher verpflanzen lassen. Von Wiesent ist es noch ein ganzes Stück Wegs bis Straubing, der Stadt mit dem schönsten Marktplatz Bayerns, wo ich in der Abenddämmerung schließlich eintreffe. Von Straubing sind es über 100 Radkilometer nach Passau. Doch weil ein Wetterumschwung angesagt ist, der sich dann um einen Tag verspätet, beschließe ich, die ganze Strecke durchzuradeln. Das wird ein langer Tag, den ich großteils auf dem Rad verbringe. Ich lege nur kurze Stopps in Bogen, Deggendorf und Niederalteich ein. Am Spätnachmittag radel ich in Passau ein und beziehe mein Hotel direkt in der Altstadt.
Am anderen Morgen gehe ich in den Stephansdom und bummle dann durch die Altstadt. Ich steige hinauf zur Feste Oberhaus, von der man einen schönen Rundblick über die drei Flüsse Stadt hat. Nächstes Jahr soll es weitergehen durch Österreich, in Richtung Wien und Budapest und wer weiß, von dort aus zur Eisernen Pforte und zum Donaudelta.